Willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen uns heute mal einen kleinen Party-Snack. Wir machen uns heute Party-Pide. Schnelle Geschichte, einfache Geschichte. Und was wir dazu brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also, komm mal. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Wir machen uns zweierlei Pide. Wir haben dafür hier so ein Schafskäse, ein türkischer Schafskäse. Den kriegt ihr eigentlich mittlerweile fast überall. Ist in Salzlake eingelegt. Ist auf jeden Fall salzend genug. Wir brauchen keinen Salz mehr später. Wird aber noch ein bisschen verfeinert. Wir haben hier Sucuk. Wir haben geriebenen Mozzarella. Ein bisschen Sesam, Ei, Milch, wir haben hier Eiweiß, das wird unsere Soße werden darunter. Ein bisschen Pulver und wir haben einen Fertig-Pizzateig. Wir machen uns heute den Teig nicht selber, wer will, darf das machen, aber das soll eine schnelle Partygeschichte werden. Noch ein bisschen Petersilie, die müssen wir retten, die ist nämlich gerade so ein bisschen am Kopf hängen lassen. Ja, und ein bisschen Olivenöl brauchen wir noch. Das Ganze machen wir auf dem Gasgrill. Wir haben hier unser berühmtes, etwas zerropftes Blech. Dass man für den Grill vollkommen ausreichend ist. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. Wir müssen hier unseren Käse noch machen. Seht ihr alles? Kommt rüber, machen wir zusammen. So, jetzt haben wir hier unsere Petersilie liegen. Die habe ich mir schon mal ein bisschen abgezupft. Die nehmen wir uns jetzt und hacken die uns jetzt erstmal schön fein runter. Und dann wandert die schon direkt hier mit in den Käse. So, Petersilie einmal klein gehackt. Das wandert jetzt direkt hier mit rein. So, dann geben wir schon mal direkt einen Schluck Olivenöl mit dazu. Gar nicht so viel. Und jetzt kommt noch, je nachdem wie scharf ihr das haben wollt, Pulver damit dran. Da könnt ihr jetzt entscheiden, wie viel ihr wollt. Das sollte aber lang. Und jetzt nehmen wir uns hier die Gabel und vermischen das Ganze uns zu einer Masse. So, einmal fertig gerührt. So soll das Ganze aussehen. Das darf so brockig bleiben. Das verteilen wir uns dann schön auf den Piden später. Das stellen wir zur Seite. Jetzt müssen wir uns um unseren Teig kümmern. Seht ihr gleich. So, wir haben jetzt hier unseren Teig ausgebreitet. Den müssen wir uns jetzt noch ein bisschen zurechtschneiden, weil das würde ganz schön groß werden, so eine Pide hier. Ne, wir machen uns 4 Stück da draus. Dann nehmen wir uns einmal die Mitte. Mal gucken, ob wir es auch treffen. Und teilen uns den Teig jetzt schon mal hier. Und dann teilen wir den nochmal in der Mitte. So, jetzt haben wir schon mal ungefähr gleich große Teile. Jetzt geht's los, wir werden das Ganze belegen. Dazu nehmen wir uns jetzt erstmal hier unsere Eiweiß. Geben jetzt erstmal schön überall einen Klecks drauf. Und jetzt verteilen wir uns das, aber nicht komplett. Also wir lassen überall Platz übrig. So, jetzt haben wir unsere Eiweiß verteilt. Und jetzt nehmen wir uns schon mal unseren Mozzarella-Käse hier. Und legen uns hier schön einen schönen Haufen hier in die Mitte. Und dann fangen wir schon mal an und klappen uns das ein bisschen zusammen. Schön hier so ein bisschen einschlagen vorne. Das machen wir jetzt von allen Seiten. Und jetzt geben wir hier drauf unsere Sucuk. Ich verteile uns jetzt schön hier. Wer keine Sucuk mag, der darf auch andere Wurst nehmen, das was er will. Hackfleisch zum Beispiel ist auch geil. Also ihr könnt dann nehmen, was ihr wollt. So, und damit wäre die erste schon fertig. Ich mache jetzt die zweite und dann treffen wir uns bei denen wieder. So, jetzt sind wir bei der zweiten Variante. Da kommt jetzt hier unsere Schafskäse-Mischung rein. Ja, sollte ja vielleicht auch was sehen von, gell? Da geben wir jetzt auch schön was hier drauf. Gar nicht zu wenig. Spart damit nicht. Und nachdem wir jetzt hier unseren Käse drauf haben, verfahren wir einfach genauso wie hier auch. Wir nehmen uns jetzt wieder die Seiten, schlagen die ein bisschen um, klappen die uns hier vor,
Einfach genauso wie die andere auch. So, jetzt sind sie fertig gefüllt, unsere Pide, sind aber noch nicht fertig, weil die müssen jetzt erst einmal hier auf das Blech wandern und dann müssen wir sie noch ein bisschen mit einer Ei-Milch-Mischung hier außen ein bisschen bestreichen und da kommt noch ein bisschen Sesam drauf. Ich baue jetzt hier ein bisschen um und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Pide haben wir umbuxiert. Die sind jetzt hier auf unserem Backblech. Jetzt haben wir hier unser Ei und unsere Milch schon mal angerührt. Und jetzt müssen wir das Ganze, ups, natürlich auch noch einpinseln. Das machen wir jetzt mal schnell. Einfach hier außen schön einpinseln das Ganze. Jetzt haben wir das außenrum eingepinselt und jetzt kommt hier unser Sesam ins Spiel. Und den geben wir jetzt noch schön hier auf den Rand drauf. Und damit sind unsere Pide fertig und dürfen auf den Grill. Der heizt gerade vor, da sehen wir uns gleich wieder. Unser Grill ist vorgeheizt. Wir sind jetzt ungefähr bei 180, 190 Grad indirekte Hitze. Da stellen wir jetzt hier unser Blech auf. Wenn ihr so einen Grill habt wie ich von Allgrill, dann könnte es sein, dass ihr auch ein Umluftsystem habt. Da seht ihr hier hinten die Löcher, der bläst die Luft und verteilt die besser, gerade für Pizza cool. Wenn nicht, indirekt 180 Grad sollte auch funktionieren. Also, einmal Deckel zu. Ich mache bei mir jetzt die Umluft an. Und wenn ihr keine habt, gar nicht so schlimm. Müsst ihr vielleicht mal gucken, ob ihr es vielleicht mal drehen müsst, dass es gleichmäßig gar wird. Ich mache es bei mir jetzt an. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. So, unsere Pide waren jetzt ungefähr 25 Minuten drauf. Wir gucken mal rein. Ah, ja. So soll das aussehen. Kommt rüber. Schaut mal drüber. So, jetzt schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich finde, die sehen mega aus. So darf das sein. Ich hole die guten Stücke jetzt runter und dann müssen wir die ganzen noch probieren. Aber wenn das so schmeckt, wie es aussieht, wird's geil. Und hier sind unsere Pide fertig, unsere Party-Pide. Sauschnelle Geschichte. Ich hoffe, die sind jetzt auch genauso lecker. Das werden wir jetzt probieren. Dann schneiden wir uns mal hier von jedem so ein Stück ab. Einmal für euch. So, erste Variante. Richtig geil. Leichte Schärfe durch das Pulled Biber und durch Eiweiß unten drunter. Da könnt ihr natürlich auch milde Eiweiß nehmen. Das ist euch überlassen, wie ihr das wollt. Wie viel Schärfe ihr daran wollt. Jetzt müssen wir natürlich das zweite auch noch probieren. Schön mit Käse geschmolzen. Ach, geil. Nochmal für euch. Auch heiß. Also, definitiv zum Nachmachen empfohlen. Schnelle, einfache Geschichte. Wenn ihr mal ein paar Leute kriegt, könnt ihr vorbereiten und dann einfach auf den Grill schmeißen. Sauleckere Geschichte. Sagt mal, wie ihr das fandet. Schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Also, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss. Und wir gehen jetzt.